Das heutige Video soll dich wieder in jeder Lebenssituation, wo du es brauchst, motivieren. Ich möchte dir nämlich zwei ganz außergewöhnliche Menschen vorstellen. Also bleib jetzt dran. Vergiss auch nicht, dir mein neues E-Book Sofort positiv denken völlig kostenlos herunterzuladen. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Ja, oft sind wir in einer Situation, wo wir vielleicht etwas Neues anfangen möchten, wo wir vor der Wahl stehen, eine neue Ausbildung zu beginnen, vielleicht eine Sprache zu lernen oder was auch immer. Und oft ist es so, dass wir uns dann denken, okay, eigentlich zahlt sich das nicht mehr aus, brauche ich das eigentlich noch, macht das noch Sinn, bin ich nicht schon zu alt dafür? Solche Ausreden, mehr oder weniger, was anderes ist es ja im Prinzip nicht, geistert uns dann im Kopf herum und will uns daran hindern, etwas in Angriff zu nehmen. Denn irgendwo will uns ja unser Hirn vor Fortschritt und Wachstum schützen. Das ist einfach so. Überall, wo wir unsere Komfortzone verlassen, gibt uns unser Gehirn so ein bisschen eine Schutzfunktion. Und so kommen eben dann diese Ausreden in den Kopf. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir heute zwei ganz außergewöhnliche Personen vorstellen. Und ich bin mir sicher, wenn du in Zukunft in so einer Situation, wenn du die hast, an die beiden denkst, dann wirst du dir viel leichter tun und es wird dir viel leichter fallen, deine neue Aufgabe ohne Probleme in Angriff zu nehmen. Ich habe über diese zwei Personen auch schon mal Einzelvideos gemacht, aber das ist eben so legendär, was die beiden gemacht haben, dass ich es jetzt gern nochmal in so einem Motivationsvideo zusammenfassen möchte. Der eine ist Hiromu Inada. Das ist ein Asiate, der hat Mitte 80, also der war schon Mitte 80, hat der den Ironman Hawaii gefinisht. Der Ironman Hawaii, das ist der berühmteste Triathlon auf dieser Welt und da geht es eben um 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathonlauf. Und das bei brühender Hitze auf Hawaii. Und ja, das ist für einen Normalsterblichen in dem besten Alter schon eine Hammerdistanz, wenn man das schaffen möchte. Und wenn man schon mal über 80 ist, wie das beim Herrn Inada war, dann ist das mehr oder weniger fast unmöglich. Und was hier noch ganz verstärkend hinzukommt, das ist, dass man sich nicht so viel Zeit lassen kann auf Hawaii, wie man möchte, sondern man wird nur gewertet, wenn man bis Mitternacht im Ziel ist. Und da sind die dort sehr genau, also um Punkt Mitternacht, wenn man eine Sekunde nach Mitternacht ankommt, wird man nicht mehr gewertet. Und der Hiromu Inada hat es geschafft, dass er wirklich nur wenige Sekunden, ich glaube, es waren nur 9 oder 10 Sekunden nach Mitternacht, er war sogar noch im Sprint mit 85 oder wie alt er damals war, war er 83, auf jeden Fall gut Mitte 80, hat das gerade halt nicht geschafft. War er enttäuscht? Nein. Er hat gesagt, das ist für mich kein Problem, dass ich jetzt nicht gewertet werde. Er hatte ja auch schon das Lob, die Anerkennung von allen bekommen, auch schon vorher, obwohl er es nicht im Limit geschafft hat, weil das eben eine gigantische Leistung ist für so einen Mann diesen Alters, aber er hat gesagt, das ist für mich kein Problem, ich komme nächstes Jahr wieder und dann werde ich das schaffen. Und so hat er das tatsächlich getan und im Jahr darauf hat er es dann tatsächlich geschafft, einige Minuten vor Mitternacht ins Ziel zu kommen und er wurde gefeiert, ich denke, mehr als der Gesamtsieger dieses Rennens. Hättest du dir das angetan, wenn du mit fast Mitte 80 dieses Ziel um wenige Sekunden verfehlst, hättest du dir vielleicht nicht auch gesagt, okay, das war jetzt eigentlich eh schon eine tolle Leistung, aber es wollte eben nicht mehr sein und nächstes Jahr wird es sicher noch schwieriger, denn ich werde ja eigentlich nicht jünger. Nein, der hat das nochmal in Angriff genommen und das ist schon mal die Person Nummer eins, die unbedingt erwähnt gehört und diesen Herrn kennen noch viel zu wenige auf der Welt, denn der würde viele absolut motivieren. Das ist Person Nummer eins, Hiromu Inada. Der älteste Ironman-Finisher aller Zeiten. Dann Person Nummer 2, der ist jetzt im Alter noch ein bisschen fortgeschrittener. Das ist der Paul Lurie. Der war schon über 90 und wollte unbedingt noch einen besonderen Kraulstil erlernen, nämlich Total Immersion. Das Total Immersion ist ein Stil, den
der einfach ein bisschen ein entschärfterer und leichterer Kraulstil als der klassische ist. Es kommt da nicht so auf die Beinarbeit drauf an, wo so viele Probleme haben. Es ist einfach ein eleganterer Stil. Und dieser Paul Lurie, der ging mit über 90 zum Erfinder dieses Stils und bat ihn, das war der Terry Loughlin, der hat ihn gebeten, in diesen Stil zu erlernen. Und da gibt es ja auch ein Interview auf YouTube, wo der Terry Loughlin gesagt hat, okay, jetzt muss ich mal überlegen, wie bringe ich das denn noch einen über 90-Jährigen bei? Aber die Motivation, die dieser Paul Lurie hatte, die hat ihn so angesteckt, dass er Wege gefunden hat, dem das noch beizubringen. Und er hat es tatsächlich geschafft. Gibt auch ein YouTube-Video, wo die beiden nebeneinander im Pool dahinziehen mit diesem Total Immersion-Stil. Und der Paul Lurie, der hat dann auch gesagt, seitdem er das geschafft hat, schwimmt er täglich einige Minuten und er genießt jeden Zug. Also der wollte mit über 90 noch etwas Neues, eine neue Sportart erlernen. Und wie viele sagen bei uns mit 50, Anfang 50, ja, ich fange sowas jetzt nicht mehr an, das zahlt sich nicht mehr aus, ich gehe lieber ein bisschen spazieren und auf keinen Fall irgendwie meinen gewohnten Bereich verlassen. Also diese zwei Beispiele, die sollen dich besonders motivieren, wenn du irgendwann wieder mal vor einer Entscheidung stehst, ob du etwas Neues noch beginnen möchtest oder solltest. Und halte dir diese beiden Männer im Hintergrund, dann wird es dir leichter fallen, deine neue Situation zu meistern und alles in Angriff zu nehmen, was sich dir in den Weg stellt. Ja, das war's jetzt schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe, es ist motivierend für dich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für die weiteren Updates. Gern kannst du mir auch einen Kommentar hinterlassen. Und mein neues Buch, das ich geschrieben habe, Sofort positiv denken, das ist eine E-Book-Version, die kannst du dir kostenlos downloaden unter diesem Video einfach auf den Link klicken. Gut, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video.